Willkommen zurück bei Minecraft. Wir befinden uns jetzt in der Folge 22. Ich habe am Lagerhaus weitergemacht, der Krudus, der wollte irgendwas an seiner Baumfarm machen. Ich weiß nicht, der ist nicht sehr weit gekommen. Wir haben ein bisschen Zeit gebraucht, um es einzuerfinden. Und jetzt geht es so mehr oder weniger etwas packender voran. Oder was meinst du? Was meinen Sie, werter Herr? Werter Herr Krudus, bitte. Ja, genau. Schon dann mit Titel. Ich habe ja gesagt, ich werde jetzt noch schnell nochmal die ganzen Eichenbäume da drüben abfällen, die ich jetzt wieder blöderweise neu gepflanzt hatte, weil ich nicht mehr wusste, was ich da machen wollte. Also mit Titel, ja? Sir Duschbeck. Sir Duschbeck, genau. Wo waren das? Achso, ja. South Park. Stimmt, Sir Duschbeck, genau. Sir Saftsack. Wo ist dein Dach weiterbauen, sehe ich gerade? Hm? Ja. Und genau. Genau das habe ich eben erwähnt, wo ich eingeleitet habe. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Was ist einleiten? Ja. Okay. Ja. Wie gesagt, das Intro meine ich dazu natürlich. Nichts anderes. Ich werde jetzt nochmal schnell die Eichensetzlinge abfällen hier. Und die Bäume nehme ich mal an. Die Eichensetzlinge, genau, die Eichenbäume. Die Setzlinge kannst du ja. Ach nee, ist ja gar keiner da. Nee, die habe ich ja schon wieder alleine gesammelt, damit ich noch weiter was wächst hier die ganze Zeit. Und dann werde ich die ganzen großen Bäume wegmachen, dann werde ich ein paar Glasblöcke brennen. Aber ich glaube, wir haben sogar noch welche. Das kann ich dir nicht sagen. Ich hatte keinen gesehen. Notfall musste neue machen. Ja, ne, zur Not mache ich neue. Ist ja nur noch nicht wild. Und dann werde ich... Alter, wie das aufgeht! Ich habe einfach so frei Schnauze Treppen gemacht. Es geht voll auf. Ich brauche gar keine Holztreppe mehr. Von der Anzahl her, oder was? Ja. Das ist doch supi. Ich kann zaubern. Oder ich habe die anderen gerade über Bord geworfen, aber ist ja gerade nicht so. Hat noch 30. Wupp, weggeworfen. Der Baum ist riesig, da brauche ich mir eine Werkbank und baue mir noch eine Axt. Weil da wird meine alte nicht mehr lange durchhalten. Deine alte wird nicht mehr lange durchhalten. Hat sie nicht so eine Kondition, ja? Du drehst meine Worte ja schon wieder im Mund. Ist sie nicht so fit auf ihren alten... Auf den, ja, okay. Was habe ich hier denn zum Beispiel noch gesehen? Eine Grastrennung am Wegesrand, das habe ich ja gemacht. Genau, ich setz meine goldene Krone auf. Dann kriegst du einen Headshot, weil er durch die Kronen Zinnen durchschießt. Ach, das glaube ich nicht. So gut sind die nicht. Und dann du wie alleine weiterspielen, Wahnsinn. Werde ich co-moderieren. Das ist halt genau das gleiche, habe ich gerade auch überlegt. Ich bin der Esel. Ah. Ist aber zwei dumme. Nee, Quatsch. Zwei dumme, ein Gedanke. Ich bin der Gedanke. Oh. Verdammt. Ah, trotzdem bin ich ein Esel. So, jetzt hüpfe ich mal schnell um auf die Baumkrone ruf, weil ich muss gucken, wo hier noch versteckte Blöcke sind. Halt noch einen Bogen bei? Ah, cool. Ach nee, das ist ein anderer Baum. Ui. Nicht bewegen? Ins Wasser. Ach, so weit ist der geflogen. Ja. Ah, verdammt. Wir sehen, wie er an mir vorbeigezogen. Wollte eigentlich an das Blattwerk ranwerfen. Komplettes Spitzdach mache ich mal nicht. Geworfen? Ja, klar, ich den geworfen. Ich habe einen Tennisarm. Hilfe eines Bogens. Weil ich bin mir mal unsicher, ob da noch Blöcke drin sind. Das ist mal nervig, wenn dann irgendwelche bebenden Blätter übrig bleiben. Der muss besser arbeiten. Ich hoffe ja, dass ich diesmal alles weggemacht habe aus der Baumkrone. Oh, ich höre einen Zombie, der mich gleich klatschen wird. Sieht gut aus, dass alles weg ist. Ach nee, der klatscht mich. Zumindest von hier. Wir Setzlinge einsammeln. Ich werde wieder so viele Setzlinge von dem Zeug übrig haben hier. Weißt du eigentlich noch, was damals für Leute in unserem Dorf auf dem Server waren bei Minecraft? Leute? Ja, wir hatten doch irgendwelche Leute angeheuert, die gebaut haben. Aber von den Namen her oder was? Nee, kann ich ja nicht sagen. Das ist ja nun wirklich eine halbe Ewigkeit her. Ich weiß noch, da war irgendeiner gewesen, der hat da Architekt wirklich mal studiert oder ist gerade dabei gewesen, hat so einen riesen Palast, nee, nicht Palast, sondern so ein irgend so ein großes Gebäude dahin gebaut. Ja, daran kann ich mich erinnern. War so mit einer Außenarena, wo ein kleiner Grill stand oder so, was man sich halt so ein bisschen improvisieren kann alles. Nee, das war ein anderer, was du meinst. So. Der war neben neben dem Mülleimer. Bitte kein Gummi verbrennen.
Ach, der. Stimmt. Daneben war noch so ein großes Gebäude. Bilder mal hab ich entworfen, ne? Gut, war ja nicht sonderlich schwer. Keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen, wer es gemacht hat. Doch, ich glaube, die Dinger habe ich immer gebaut, irgendwie sowas, weil das entspricht noch so meinen Designfähigkeiten für Minecraft. Dann beschreib mal, wie der aussah, dann wissen wir, ob du es gebaut hast. Bleib. Es waren Eisenzäune. Und oben drauf war ein Haarslab, sodass man nicht reinlaufen kann, das weiß ich auf jeden Fall noch. Na gut. Wir haben nur 4 Glasscheiben. Ah ja, gut. Ich hab mal nachgeguckt. Da wieder eine Werkbank? Ja toll, was mach ich damit? Holzgröße da oben. Wie hast du da alles angeordnet? Drück doch nicht darauf. Hä? Ich hatte die Holzkiste angeordnet, du hast alles mit irgendwie geordnet gedrückt mit dem. Ja, Mod, oder? Ich habe dieses Inventory Tricks, das ist ein Angewohnheit von mir. Immer wenn ich eine Kiste verlasse, drücke ich nochmal auf Ordnen, damit das alles geordnet ist. Das finde ich irgendwie, ja, sieht zwar aufgereiht aus, aber irgendwie ist alles dann auch das durcheinander. Naja, es geht, bei Inventory Tricks wird es ja nach ID geordnet. Mhm. Also nicht alphabetisch oder sonst was, sondern eben nach der Item-ID, dieses Spiel, ja. Das Item halt hat im Spiel. So. So, ich hoffe, ich habe jetzt alles hier. Mir liegt der Name auf der Zunge von den Tüten. Adler 19, glaube ich. Musst du mich nicht fragen. Also das habe ich mir nur wirklich bei Verpeiten nicht gemerkt, sowas. Wie gesagt, du hast mir Mexiko dein eigenes Dorf nicht? Das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass der Game Master FC Bayern DM hieß. Das weiß ich noch. Ja, und den Moderator kannst du schon noch vom Namen her. 4 Buchstaben fängt mit P an. Forts. Genau. Genau. Ist auch fast nicht mehr zu vergessen. Genau, jetzt wurde gesagt, das mit P, ja. Aber gut, wenn ich gesagt hätte, 4 Buchstaben hätte ich lange geraten. Pups? Ja, er heißt Pups. Genau. Gut, ich glaube, ich habe jetzt alles. Ja. Gut, das. Was hast du alles? Ich sehe nichts. Ah, Zombie, Zombie, Zombie. Hey, ich habe jetzt nochmal alles Eichenholz nochmal abgebaut. Du hast anscheinend nicht genug zu tun, ne? Warum? Alles nochmal abgebaut. Ja, naja, das ist eben, wenn man nicht mehr weiß, was man machen wollte mit dem Ding da. Aber jetzt werde ich nochmal das ganze Holz abgeben. Wir haben bei Weitem genug Holz jetzt. Wenn ich mir das schon angucke, da sind ja schon noch 3 Stacks drin. Das eins habe ich gerade rausgenommen. Das war nur angefangen, das war irgendwie nicht mein ganzes. Ich gleich wieder auf Ordnung hier. Warum? Sieht doch gut aus so. Einfach so drinnen bei mir. Nimm's raus. Was du da drin hast. Hey, ich meine das Inventory Tweaks, also das Ordner automatisch. Ja, ich weiß, aber das war da gerade der Wortwitz dabei. Du hast es drinnen, deswegen nimm's raus. Nee, hey, ich will ja nicht rausnehmen. Ich mag das. Ist, glaube ich, eine Spinne irgendwo runtergefallen. Ja. Sie hört. Wusste ich, da war das drin alles. Musst du noch Sand holen? Ja, eigentlich schon, ne? Sand, ja. Die 3 Sandblöcke reichen, glaube ich, nicht mehr aus. Es wäre aber ganz nice, wenn wir jetzt mal kurz schlafen gehen, dann könnte ich nämlich Sandfarmen in Ruhe und müsste nicht in Angst dabei leben. Ja, muss hier runtergehen, die... Brauch hier drüben ein Bett. Utsch. Utsch. Rapper, Rapper. Ja, keine Ahnung, wo die Spinne war, ich hab sie zwar gehört, aber... Ja, die wird irgendwo beim Dach sein. Auf dem Dach, unterm Dach, im Dach, keine Ahnung. Achso, und ich wollte mal unbedingt nachgucken, ja, Erfolge, was jetzt ansteht. Also, als nächstes ist... Hier fehlt noch irgendwo einer. Ja, den Zaubertisch habe ich gebaut. Irgendwas, was ich das letzte Mal... Bücherregal. Das kann sein. Schwert verzaubern. Genau, ich hatte ja jedes Mal gesagt, warum Bücherregal, nicht, dass du was vergisst oder so. Naja, vergessen kann man es ja nicht. Kann ja jetzt halt nachgucken. Zombie tot? Sein Fleisch gehört mir. Sein Hirn. Oh, Schweinchen! Fahr! Ich muss mal eine Karotte daneben legen. Mit einer, nee, die Angel im Boden rammen, mit einer Karotte dran. Denn drin läuft es. Oder ins Minecart vorne ran. Wollte man eigentlich in der 172 schon die Kürbis, diese Karottenangel bauen? Also hier, klar. Das geht. War nicht alles. Weil sobald so... Du kannst sie mit Karotte füttern, also kannst du sie auch an der Angel bauen. Das stimmt, ich glaube genau. Mit den Karotten kam ja automatisch die Karotte.
Ich schieb mal das Schwein an. Ich hatte es eigentlich gerade angeschoben. Schön. Ach ja. Kannst du Karussellmusik einspielen, ne? Ja, gut, ja. Dun, 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 dun. Hattest du eigentlich das eine Mal diese Musik eingespielt, die du meintest? Monster Party, genau, das war das. Oder hast du es gelassen? Monster Party? Von der Ärzte oder was? Ja, das war das eine Mal. Bei was? Boah, das muss ich einspielen lassen, hast du gesagt. Oh, oh, jetzt bin ich gerade irritiert. Zu was? Das war ziemlich am Anfang, glaube ich. Ach, da unten, wo die ganzen Monster bestimmt waren. Nee, das habe ich nicht gemacht. Wahrscheinlich auch wegen der rechtlichen Lage? Kann durchaus sein, dass ich es auch deswegen nicht gemacht habe. Aber ich glaube, so weit hatte ich gar nicht gedacht. Ich glaube, ich habe es einfach vergessen. Ah. Ja, meistens so bei mir. Ich nehme mir irgendwas vor und dann, ach, ja, dann ist es auch schon wieder gelöscht in dem Moment. Dann, wenn es ans... Denn wenn es ans Ernste geht, dann so, was war los? Deswegen habe ich auch ganz akribisch Ordner mit meinen ganzen Sounddateien, die ich benutzen darf und so. Ja, na, das ist ja, das habe ich auch. Dass da gar nichts erst entsteht, obwohl mich YouTube ja trotzdem schon manchmal angestraft hat, angezählt hat, obwohl ich recht hatte. Ja, es gibt halt eine Menge Leute, die fremde Lieder für sich markieren, obwohl es gar nicht denen gehört. Na, nicht mal das. Ich glaube, manchmal ist es einfach ein Fehler immer noch, dass bei YouTube allein das die ganze Zeit nur ein Computer entscheidet, was da rechtlich erlaubt ist und was nicht. Weil das werden ja in erster Hinsicht nicht von menschlicher Hand ausgeführt, sondern erstmal nur durch einen Rechner. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es eben dadurch öfters mal zu Quereleien kommt. Und ich glaube, ich habe da drüben Tatsache noch einen Ast vergessen. Ein Ast! Müsste das Zweigchen schnell abbauen. Das wollte ich jetzt. Ah, weiß wieder. Der Äpfel sammeln, das ist schön. Ja, hier ist er. Bam. So, darf das mal bitte alles despawnen hier. Haben wir eigentlich genug Gold da, um mal einen Goldapfel zu machen? Ich will das mal ausprobieren, dass man wirklich zwei Herzen dazu bekommt. Ja, ja. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich hatte ja, glaube ich, schon 16 Goldbahnen oder so. Okay. Ja, mal gucken später. Wäre natürlich nice für den VR's anderes Projekt. Da, ich will schon gut was. Das läuft ja wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt schon. Definitiv. Oder auch schon. Nee, nicht doch, mehr. Das wird laufen. Oder nicht mehr, ja, das kann natürlich auch sein. Nicht mehr. Ja. Je nachdem, wie. Also, sobald es anfängt, darf sich angefasst werden. Wie? Ja. Was mit der blockigen Faust? Gibt's denn hier schönen Sand? Ja, vorne gleich. Am besten am Wasser. Wenn du direkt hier vorne hast, dann kannst du es am besten wieder zubauen. Oder in der Wüste. Oder in der Wüste. Haben wir eine Wüste in der Nähe? Hab ich noch nicht gesehen. Weil du es erwähnst. Dachte, du sprichst aus Erfahrung. Nee. So weit sind wir noch nicht, wa? Da habe ich. Oh, 23 Sand. Ja, das war noch niemals 23 Sand, weil ich hatte bestimmt welche im Inventar und habe sie wieder mal nicht beachtet. Maybe. Maybe. Öfen hatten wir auch alles im Lagerhaus jetzt, ne? Ja. Sure. Ach so, ich habe ja noch eine ganz geile Idee. Hatte ich ja mal Creative ausprobiert. Für ein Haus. Glas. Deswegen, wenn wir noch ein bisschen Erfolge gemacht haben, also wenn ich Lagerhaus fertig habe, dann machen wir wahrscheinlich noch irgendwelche Erfolge. Beziehungsweise die Brücke kommt noch. Und wenn wir dann hier ein paar Erfolge gemacht haben, dann will ich gerne uns ein schönes Haus bauen. Das, was wir haben, ist ja nur so ein Strandding und ja, richtig viel Platz hast du ja eh nicht. Kombination aus Blättern und Büschen, hätte ich jetzt was gesagt, aber aus Blättern und Holz. Aber trotzdem, sieht tausendmal schöner aus, als was ich baue. Weil es ein bisschen Flair immer hat, was du baust. Aber es passt immer so ein bisschen in die Gegend drin. Ich hab halt meine Standard. Flair? Ich mach doch gar keinen Rap. Flair? Ach ja. Okay. Es fängt wieder an. Ja, das war zu schön, dass ich so lange nicht diese Sachen hatte. Oh, jetzt fängt das wieder an. Wenn ich den Kopf gegen die Wand hauen musst, oder? Faceball mit dem Tisch. Ja. Gut. Ich hab noch ein bisschen Zeit, ich glaube. Und ich habe gesehen, es soll jetzt irgendwie sein, egal aus welcher Höhe man springt, das Wasser muss bloß noch einen Block tief sein, damit man überlebt. Also das glaube ich nicht. Kannst du es gerne hier in der Hardcore-Map einmal ausprobieren. Hab schon als Beweis gesehen. Ich weiß, ob da der Mod an war.
Nee, nein, ich meine jetzt bei dem Projekt, was die ganzen anderen gerade machen, hier dieses Aura-Projekt. Da ist der Zombie von einem ganz hohen Turm in ein Block flaches Wasser gesprungen, hat überlebt. Ohne Schaden zu nehmen. Weil er verlasse ich lieber nicht auf außenständige Meinungen. Er hat nämlich auch gesagt, er glaubt es eigentlich nicht oder so in der Art. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber dann hat er es einfach gemacht und hat nichts passiert bei ihm. Das hat er einfach gemacht und ist doch mal gestorben. Nee, halt nicht. Geschichte aus. Ach, geht nicht, Mann. Zack. Hupa. Ich versuche mich gerade an einem Dachfenster. Weil solange wir die Brücke baust, habe ich eigentlich noch Zeit auf der Seite hier. Brauch noch nicht mal eine Brücke. Achso, du machst erst die Dinger da oben. Die Wachstumsbegrenzungen. Oh. Um es mal so auszudrücken. Falls du es ausdrücken möchtest. Irgendwie so in der Art, ja. Falls du überhaupt drücken möchtest. Nein, ich gehe nicht auf diese Anspielung ein. Warum? Was meinst du denn mit drücken? Was denkst du denn, was ich meine mit drücken? Keine Ahnung, ich will gar nicht drüber nachdenken. Ach so, okay. Deswegen gehe ich nicht drauf ein. Oh ne, der war falsch. Hm, doch, könnte gehen, cool. Ich mache ein paar mehr Ofen hin. Aber nicht so, dass es voll gepackt aussieht, sondern dass es gut aussieht. Vielleicht siehst du es ja denn. Wahrscheinlich. Immer mach. Da, hier. Dann. Ich will zurücklaufen und seit er abbauen. Vielleicht hier. Und da. Nur siehst du dann, ich hab's aber hingebaut. Du kannst jede Menge brennen, siehst aber nicht, ob es wirklich brennt oder ob es fertig ist. Ich benutze die Öfen quasi, weil du es jetzt nicht siehst, als Bodenfliese. Oh. Ja, es kommt ja immer aufs Texture Pack an, ne? Wie es dann aussieht. Müsste ich jetzt selber erstmal gucken. Aber auf jeden Fall habe ich unter den Arbeitsflächen und. Ja, gut, wenn unter den Arbeitsflächen, dann siehst du ja schon die Textur und so, Blackkeks und so. Stein. Steinig. Ah, Steinzeug. Ach, hier waren da noch haufenweise. Da waren noch haufenweise Öfen drin. Schön, dass ich es jetzt sehe. Aber wir haben auch noch einen Haufen Werkbänke, sorry. Okay. Ich glaube, 6 Stück oder so sind da. 6, genau 6, ja. Da hat er recht, der junge Typen. Ja. Mir ist nämlich gerade eben auch aufgefallen, wo ich an der Truhe war. Das bräuchte noch nicht mehr, das bräuchte nicht mehr, das bräuchte nicht mehr. Au. Das, ja, jetzt weiß ich wieder, jetzt weiß ich wieder. 3 Herzen Schaden, egal. Was hast du gemacht? Oh, ich bin runtergefallen von oben. Bist du in das, ach so, tiefe Wasser gesprungen? Weil ich den Block unter mir abgebaut habe. Ah, also einer von der schlauen Sorte bist du. Ja, genau. Das ist wie der Holzfäller, der den Ast absägt, auf dem er sitzt. Ja. Da, wo man am besten rankommt, muss man arbeiten. Habe ich alles? Naja, natürlich liegt da oben jetzt noch ein Block drauf. Kannst du ja mal beschreiben, wie sich der Holzfäller gefühlt haben muss. Gut, so, den haben wir. Weg damit. Weg damit. Komm ich erstmal wieder runter, was sagt die Zeit? Ja, Folgenende, deswegen komme ich erstmal wieder runter und mache in der nächsten Folge weiter. Ey Junge, komm mal runter! Komm mal klar! Deine Leben. Ich habe 3 Augen. 3 Augen? Da, nach Ruhe. Knochen können weg. Ja, naja gut, bei mir sieht man die Glasblöcke. Bei dir vielleicht nicht so. Doch, ich habe den Rand. Ich habe noch den Glasrahmen dafür, damit das Glas auch hält. Wenn man sie überhaupt noch sieht, wa? Beziehungsweise Fugen. Wäre auch gemein, wenn man die komplette und Texture Pack komplett durchsichtig hat und dann. Gehst irgendeinen Server rauf und baust um den Spawn mal so eine Kuppel. Genau. Dann laufen sie. Was ist denn hier los? Was wollte ich denn, Mann? Wollte ein Zombie. Achso. So, Folgenende. Bodenplatten. Lass mich nur ganz schnell kraften. Ach, ich komme ins Lager aus, kann man auch da die Folge beenden. Muss nicht immer am gleichen Ort sein. Ja. Oh, ist gemein, hier kocht in am Haus. Das muss wohl ich sein. Was, du? Warum solltest du kochen?
Wenn ich Hunger habe. Vor Wut oder was? Ja. Niemand gibt mir zu essen, jetzt koche ich auch für mich alleine. Bin ganz, ganz oben im Dach. Ja, bin da. Ich mache gerade so ein Fenster drin, beziehungsweise. Werde ich nochmal kurz einen Apfel essen. Fallen gleich schön so. Fallen so schön viel an bei der Ernte. Gut. Und ich habe genau hier so einen kleinen Schreihals unter mir, der Hunger hat. Geh, geh weg. Gleich ist Folgenende, dann gebe ich dir schnell was. So. Miau. Ja, 20,5. Ja, so. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich baue dann gleich weiter das Ding da. Ich will jetzt weiterbauen, Mann. Aber ist ja nicht weit. Ist lange nee, weg. Nicht wirklich. Ich muss ja nur einen Tag warten, bis ich weiterbauen kann. Genau. Also, auf Wiedersehen. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.